Sag mal, was ist denn da draußen schon wieder für ein Krach, hey? Ach so ein Sirenenbimbus. Kennt ihr den nicht? Okay, dann fangen wir mal an. Siren Head! Da gibt es schon lange irgendwie Spiele davon, irgendwie, keine Ahnung. Hello everyone. Hi. My camera, it was only the system broken also. Tolle Kamera, 4 zu 3. I decided to come back again and show you the place. Toller Ort. Dann zeig mal. Ja. The place is under the government control. I don't know what is happening here and what they are planning there. I don't know too. Bisschen bewölkt ist es draußen. Kein Signal, das ist sehr schön. Wow, das ist ein 90er Camcorder oder sowas? 80er? Ich sehe gar nichts, Kollege. Ja, der Sirenenbimbus halt. Mhm. LOL! Guck, wie das sich bewegt! Das ist doch nicht gruselig! Ich mag so Found-Footage-Sachen. Ich weiß nicht, das taugt mir richtig. Es kommt doch gleich durchs Fenster, sagt Hallo. Ah, ich sah zum Fenster. Ah, geht am Fenster vorbei. Schade. Ich hab gedacht, der schaut jetzt rein. Ist das jetzt das Gameplay? Nee, wäre es jetzt. Das wäre ein bisschen schade, wenn es nur Game. Wenn das dann so in Gameplay geht, so entscheide dich, drück dies oder das. Ja, da liegt was am Boden. Ja, hat er einfach mal auf den Boden geslammt. Wollte ein Statement liefern. Bitte. Hilf mir. This video was really creepy, but I think I'm going to investigate what really happened in that place. I think this footage was fake, but we don't know. We will see. Hey, es ist im Internet, also ist es, This game may contain flashing lights. Weiß schon. Lots of jump scares. Stimmt doch alles. Also, this is just a pre-alpha demo, and it may contain bugs. Please support us at sirenhead.com. Also, ja, pre-alpha demo. Dann schauen wir mal. Hello everybody. Welcome to another episode of Unsolved Mysteries here with your host. Hä? Warum kann ich jetzt ein Rauschen? Hä? Ach so, ist es Summen oder was? Wow, ich höre nur was rumstampfen. Ja, Siren Head, Pyramid Head, Apfel Head, Schnäuzer Head und die ganzen Heads. Ass Head. Ach, ich weiß nicht, ich fand es gerade lustig. Blut! Ist da was da marschiert? Wenn er nur auf der Stelle? Ah, kann ich da das... ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich anstelle. I don't know what I do. Geht's hier auf? Ah! Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich soll wahrscheinlich irgendwie hier rauskommen. Diese Stampfen! Muss ich da irgendwie dann immer umstellen, dass ich wieder ein klares Bild habe oder was? Bom! 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 Und der taucht aber wahrscheinlich mitten vor mir auf, weißt? Weil es cheap ist. Vor allem, du siehst doch nicht so weit. Hallo, auf! Wam! 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 Bist du da drin? Ich werde es herausfinden! Mache diese Tür auf! Sehe einen PC! Hurra! Hurra! Nein, ich sehe die Spur! Er ist, glaube ich, in der Nähe. Hä? Ah! Ach, komm, dieses Marschieren, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Okay. Och nö, das fängt dann nochmal an. Von vorne. Also, der ist dann. Marschiert er jetzt mit mir um den Tisch rum? LOL! Er marschiert um den Tisch herum, weil er einfach so doof ist. Mann, bist du doof!
Du bist ja nicht schwer, aber wo ist er? Jetzt war ich gedacht, der wäre direkt vor mir. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas umändern muss, dass ich ihn besser sehen kann oder so. I don't know. I will rennen. To my Verderben. Da ist so. Und ich sehe diese Imbimbusche wieder. He's coming near. Ich komme weiter. La 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 la. Ich bin schneller. Ich bin blöd. Komm! Mir will was sehen! Da hast du schön hier angerichtet. Bin stolz auf dich. Der ist bei mir. Warum spinnst du gerade so rum? Vor allem, wieso geht die blöde Tür nicht auf? Meine Idee ist eigentlich gerade. Ach, da ist er. Die Idee ist echt nicht schlecht und er ist schneller als ich. Ah, ist das so? Hä? Babal, war da ein zweiter? War da ein zweiter? Wow, da war ein zweiter anscheinend. Habe ich gerade so das Feeling. Also das finde ich jetzt von der Kernmechanik gar nicht blöd. Also das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Rennen wäre nicht schlecht. Oder irgendwie, dass ich was... Hä? Was war das? Erblieb bist du auch noch, weil du nicht mal zu mir herkommst. Habe ich jetzt einen Schlüssel eingesammelt? I don't know. Ich werde es mal probieren. Ich komme weiter. Ich komme weiter. La 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 la. Oh. Na komm hier nicht weiter! Oh, das war's sogar schon. Thanks for playing the Siren Head Demo. End of tape. Okay, also ich sag mal so, es war per se kein schlechtes Spiel. Ich fand's vom ganzen Look ganz geil. Die KI war ein bisschen doof, stellenweise. Aber an sich nicht so schlecht. Ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Das heißt auch Siren Head, wie jedes Spiel irgendwie. Das hat auch einen ziemlich coolen Look, ganz ehrlich. Erinnert mich sehr stark jetzt an Slender, ganz ehrlich. Das hat einen mega nicen Look. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt hier tun soll. Soll ich jetzt dann nur dem Sirenenschädel ausweichen oder so? Weißt du, hört sich mir an, als wie wenn es jemand wustabst. Da schreit der also. Da ist ein Haus. Ein Haus. Wow, ich latsche nur die ganze Zeit in den Wald durch, oder? Ohne dass was passiert. Ich gehe mal zu diesem Haus. Und vor wo? Direkt vor meiner Nase natürlich. Alter, ist der Sound ekelhaft. Wow, dieser Sound ist mal ekelhaft, ey. Komm, ist aber echt so witz... Okay, das war, wenn du auf beide Füße trampelst. Das war, wenn du auf beide Füße gleichzeitig drauf springst. Wow, ich kann nur auf bestimmten Wegen gehen, oder was? Ist das dein Ernst? Was passiert, wenn ich zu nahe komme? Dann war's es mir, oder? Oh, das war's. Es beendet sich. Du kannst aber nicht sagen, das ist alles vom Spiel. Dass du nur gerade ausrennst, bis der Sirenentyp kommt. Ja, ich kann doch nirgendwo in den Wald rein. Also es ist... Es ist ein sehr, sehr, sehr kurzes Spiel. Also muss echt nur Nee, ich komme nicht rein, weil ich will gern zu dem Haus. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht... Ich muss zu dem Siren Head rennen. Das ist alles, was ich machen kann. Toll, ich bin voll eingeschränkt in meiner Bewegungsfreiheit. Ich kann nur dem Pfad folgen. Das ist alles. Bis halt jemand dem auf den Fuß tappt, dann schreit er wieder und sieht mich und denkt, ich bin der Schuldige. Ja, das ist alles. Du rennst nur geradeaus. Ja. Ja, ich sehe ihn schon. Das ist das ein... Das ist halt das Einzige, was hier passiert. Wow, ich habe ein Zelt hier. Aber ich kann... okay, jetzt fängt es langsam an, mir weht's zu im Ohr. Ich kann auch nicht zu dem Heißel. Ich kann nirgendwo hin. Also ich kann nur mich von Siren Head schnappen lassen. Es ist ein sehr kurzes Spiel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. 2 Minuten oder sowas? Weiß ich, was passiert, wenn ich ganz... ist das eklig. Weiß ich... Ja, da kommt er immer her. Und ich glaube nicht, dass du irgendwie einen Ausweichmöglichkeit hast. Weil ich könnte ja eigentlich, aber... Ich kann wiederum nicht da durchmarschieren, weißt du? Nicht. Kann ich mich hier verstecken oder so vor ihm? Ich verstecke mir jetzt einfach mal. Bin schlau. Wann denn überhaupt? Ist immer noch auf dem Weg?
LOL! Der steht nur rum, ey! Und guckt einfach nur dumm. Der kommt nicht mal her. Der geht bis zum geschwimmten Punkt. Und das war's dann, weil... Siehst du, ich... Ha? Ha? Warte mal, du konntest! Du konntest ab einem gewissen Punkt in den Wald rein. Es ging ab einem gewissen Punkt. Das will ich jetzt mal austesten. Oder war das jetzt nur ein Fake? Ich hab gedacht, ich komme jetzt ein bisschen in den Wald rein. Weil rechts komme ich ja nicht weiter. Ich glaube, das war nur ein Fake. Dass ich da richtig in den Wald reinrennen kann. Und vor dem flüchten kann. Nee. Der Wald wiegt mich gerade so in Sicherheit, weißt? Kann zum gewissen Grade... Kann ich da rein ins Gestrüpp. Aber nicht... Nee, nicht richtig. Jetzt kommt schon wieder die blöde Sirene, die blöde. Weißt du, es wiegt mich so hier in Sicherheit. Aber ich kann... Nicht da wirklich rein. Toll. Da ist er schon. Ah, das ist halt sowas von ekelhafter Sound. Ich hätte vielleicht da noch weiter können. Oder hätte vielleicht können, aber ich glaube es jetzt nicht. Nee. Weißt du, es gibt keine Möglichkeit. Ach komm, schnapp mich. Der Sound geht mir auf die Nerven gerade. Oh, ehrlich gesagt. Dann lass es gut sein, jetzt haben wir uns mal zwei Siren Head Spiele angesehen. Vom Konzept her fand ich Spiel Nummer 2 besser, aber du konntest halt, naja, es war ja nur ein Walking Simulator, bist du im Gang, bumm, das war's. Du konntest auch nicht in die Wälder rennen. Das wäre cool, wenn du dich halt vor ihm irgendwo in die Wälder verstecken könntest, bis er vorbeimarschiert und du dann irgendwie weiterrennst. Vielleicht wird es noch erweitert. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt ein richtiges Ende hat, das Spiel. Spiel Nummer 1 war per se natürlich mit Story alles. Das fand ich auch ganz cool. KI war halt strunzdumm, stellenweise. Aber ansonsten eigentlich ganz nette Spiele. Kennt ihr eigentlich ein Siren Head oder habt ihr euch da schon mal irgendwas durchgelesen? Da gibt's bestimmt Wiki-Einträge oder was weiß ich alles. Creepypasta bestimmt. Schreibt's mal unten in die Kommentare. Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Bedanke ich euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.